110. Erst Terre Anrufer heute Nacht ist der Mike. Und Mike ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Mike. Und zwar, ich habe das Problem, ich kann nicht treu bleiben. Was kannst du nicht? Ich kann nicht treu bleiben. Du kannst nicht treu sein. Nein. Das ist natürlich ein absolutes Karnevalsthema. Aber du kannst. Aber bei dir ist es so, dass du nie treu sein kannst. Nicht nur während der Karnevalszeit. Ja, ganz genau. Das ist eigentlich das ganze Jahr über. Bist du denn in einer festen Partnerschaft? Nein, zurzeit nicht. Ja gut, dann ist es ja. Muss man ja nicht treu sein. Nee, aber auch wenn ich eine feste Beziehung habe und selbst da bin ich auch eine der treueste. Wie lange liegt deine letzte Beziehung zurück? 3-4 Wochen jetzt. Ach so, also ganz frisch noch. Und ja. wie lange dauerte die? Ich hoffe auch nicht nur 3-4 Wochen. Doch, 3 Wochen. Aber es ging nicht dahin hinaus, dass ich fremdgegangen bin, sondern sie ist weggezogen von hier. Ach so. Und das war dann schon Grund für dich, das zu beenden? Ja gut, es ist halt eine weitere Strecke. Sie wohnt jetzt in Polen. In Polen? Ja. Ja. Gut, das ist jetzt ein Nebenthema. Kommen wir zu dem Hauptthema, du kannst nicht treu sein. Ja. Erzähl mir mal, wie lange deine längste Beziehung gedauert hat. Das waren 4,5 Jahre. 4,5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja. Und wie oft bist du in diesen 4,5 Jahren fremdgegangen? Also an Zahlen könnte ich es jetzt nicht sagen, aber es waren doch schon einige Male. Also wenn sich die Gelegenheit ergeben hatte und habe es ja auch direkt ausgenutzt. Das heißt, du kannst das an Zahlen nicht sagen, weil es so viele waren, so viele Seitenausflüge oder wie? Ja, genau. Seitensprünge, mir fiel das Wort nicht ein. Genau, ja. Hey. Und hat deine Freundin, deine damalige Freundin das mitbekommen? Einige Male schon, ja. Also sie hat aber gar nicht ermessen, was für ein Hallo-Dreher du bist. Nee, ich sag, das war es, waren aus Versehen, Alkohol beim Spielen und sowas und manchmal auch gelogen, es war nicht so, obwohl es da so war und... Sag mal, Mike, warum ist das so? Warum bist du so drauf? Wenn du in einer Beziehung bist, die gut ist und du verliebt bist, warum geht das da nicht anders? Ja, ich weiß, vielleicht suche ich da einen Kick oder Bestätigung. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ist das denn so in den Anfangszeiten des Verliebtseins, wenn du mit einer Frau zusammen bist, auch schon so? Oder erst wenn sich das so ein bisschen so... Eigentlich generell. Also es kann durchaus sein, dass du zwei, drei Wochen mit einer Frau zusammen bist und schon gehst du fremd. Ja. Ja, das ist natürlich wirklich eine heftige Sache. Ja. Das ist heftig. Also das ist ja schon fast eine Sexsucht, Mann. Ja, na gut, es läuft ja nicht immer noch auf Sex hinaus. Es ist auch mal, was ich, einen Abend verbringt man, allein wenn es nur beim Küssen bleibt oder beim Petting bleibt. Na ja, gut, aber Petting ist ja auch ein bisschen Sex, ne? Ja, ein bisschen. Wie viel Partnerinnen hast du denn jetzt, wo du nicht gebunden bist, so im Durchschnitt im Monat, fragen wir mal so? Ja, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie ich arbeite und wie ich weggehe. Das kann man eigentlich nicht so an Zahlen festlegen, sag ich mal. Doch, so grob kann man das schon. Sind es 4 im Monat, sind es 2 oder sind es 30? 2, 3. 2, 3, ja. Aber dann muss es doch eigentlich, aber es hat dann noch nie so richtig gerappelt in der Kiste, dass deine Freundinnen, mit denen du zusammen bist, dir mal so richtig, dass die auf den Tisch gehauen haben. Das war nicht der Fall? Nee. Leidest du darunter oder denkst du, na, ich bin halt so, wie ich bin? Nee, ich leide schon darunter. Ich habe mit Freunden gesprochen und die meinten halt, die Richtige wäre noch dabei gewesen. Was, die Richtige? Wäre noch nicht dabei gewesen. Ach so, die These ist, wenn es eine wirklich ganz tolle große Liebe ist, wo es bei dir hundertprozentig reinschlägt, dann gehst du auch nicht mehr fremd. Ja, sagen sie halt mal. Ich dachte mal, ich wäre schon richtig verliebt, aber ich sagte halt, nein, das kann nicht sein. Und ja, das sagen die Leute, was sagst du denn? Ist es ja, so? Ich war 100% verliebt, ich bin halt trotzdem fremdgegangen. Ja, also ich glaube schon, dass das so eine Art Sexsucht ist, ne? Das kann sein. Klar, wenn du zu Hause ein Mädel hast und verliebt bist und guten Sex mit der hast, aber dennoch immer wieder ausscherst und rumknutscht und Petting machst und so. Ja. Naja, also im Moment bist du nicht in festen Händen. Nee. Da bin ich ja beruhigt, da kannst du ja richtig die Sau rauslassen. Ja. Ne? Und dann wünsche ich dir einfach, dass du eine tolle Frau findest und das gar nicht mehr nötig hast. Ja, das hoffe ich auch. Wärst du denn, andersrum noch gefragt, wärst du denn tolerant, wenn du mitbekämst, dass deine Freundin, mit der du zusammen bist, auch so viele Affären nebenher hat? Nee, eigentlich nicht. Nee, das nicht. Ich würde mich doch schon extrem schocken, also kränken oder... Ah ja, also sexsüchtig, aber auch eifersüchtig, ne? Ja, beides zusammen. Eifersüchtig bin ich doch schon extrem. Ja. So sind die meisten dann, die... Ja.
Die meisten Männer. Ja, die meisten Männer. Ah, die Frauen sind manchmal auch so drauf. Ja. Mike, danke für deinen Anruf. Okay, danke, dass ich durchgekommen bin. Alles Gute. Und mach weiter so. Dankeschön, okay. Tschüss. Tschüss.